Hi Leute, Servus und willkommen zum nächsten Video von meinem Haltungsbericht. Ah, wir sind jetzt, glaube ich, schon bei Teil Nummer 12. Danke fürs Treu sein, danke fürs weiter Reinschauen. Jedes weitere Video erzählt die Geschichte von der Kolonie. Wir haben ja mit wenig angefangen, es werden immer täglich immer mehr. Ihnen geht es wirklich, wirklich gut und bin froh, wenn ihr mit dabei sein könnt. So, wie schaut's aus? Was haben wir Neues? Wie ihr seht, gibt's Paprikasamen wieder mal. Einfach beim Kochen die Samen auslösen aus dem Paprika, trocknen lassen und anbieten. Die Ameisen stehen eigentlich wirklich sehr drauf. Habe auch jetzt große Mengen vorrätig lagern, also es ist wirklich genug da. Was gibt es sonst noch, außer dass sie wieder ein bisschen mehr Müll produzieren, was toll ist, weil wenigstens funktioniert irgendwas. Gibt es wirklich gute Sachen zum Berichten? Heute habe ich Besuch bekommen, sagen wir mal so, von einer Fliege und einem Nachtschwärmer. Die haben gesagt, hey Peter, kann man nicht irgendwie dabei sein? Ich würde gern mitmachen in dem Ganzen. Sage ich natürlich, gibt es einen Platz? Eine Komparsenrolle sozusagen wurde zerstückelt, wurden vernichtet, wurde der Kolonie hinzugefügt. Ist natürlich selbstverständlich, dass man dann mitspielen kann hier. Hier geht es zur Kolonie. Wie gesagt, hier sieht man die Flügel des Nachtfalters. Die wurden dem armen Ding sofort abgetrennt. Muss dazu sagen, er war natürlich schon tot. Ich habe ihn getötet. So viel Herz habe ich auch noch. Die Fliege war auch schon so gut wie tot, also die dürfte nicht lang gelitten haben. Ihr seht, es ist rege Betriebsamkeit. Ich habe schon erklärt, dass ich teilweise ein bisschen das Nest befeuchte, eigentlich in unregelmäßigen Abständen mal so ein paar Milliliter rundherum eingieße in meinen Behälter, kann man sagen. Das zieht dann ein bisschen in den Stein ein und bildet da so schöne Tropfen. Gut, man sieht jetzt leider nicht alles so schön, aber die Ameisen lagern ihre Brut hier. Also man kann auch sagen, dass die Messer schon, wie es beschrieben wird, auch feucht mögen in den Brutkammern. Also es gibt jetzt keine, ich sehe jetzt nirgendwo Milben herumrennen, also das Milbenproblem hat sich wieder erledigt. Es wird nebenbei beheizt, also es gibt strikte Trocken. Bereiche, dort werden die Körner gelagert, da wird das Brot auch hergestellt, würde ich sagen. Und es gibt Feuchtbereiche, da wird die Brut gelagert. Jetzt seht ihr es so schön, was da an Menge an Larven da ist. Seht euch das mal an, das kommt alles heuer noch daher. Da sieht man eine extra riesengroße Majorarbeit darin. Also jetzt tauchen die großen auch schon recht häufig auf. Wie gesagt, jedes Mal, wenn ich Proteine füttere, kommt mir vorkommen noch größere Puppen daher. Also in unregelmäßigen Abständen, was so daherfliegt, werde ich ihnen geben. Ich werde keine Zucht mehr anfangen, keine Schokoschaben, keine argentinischen Schaben oder sonst irgendwas. Erstens gibt es in der Natur auch nicht permanent Insekten für sie. Und sie dürfen auch gern weiter ihre Körner hernehmen. Also mir ist das Risiko der Milben einfach hier zu hoch, wenn ich jedes Mal eine Zucht starte, die was irgendwann dann in absoluten Milbenchaos endet. Das ist natürlich wieder ein bisschen Hektik, aber diese Larven muss man sich fast anschauen. Es ist einfach herrlich. Man so den Größenvergleich hier zu den Arbeiterinnen und dieser einen Puppe, das sieht. Der Kopf allein, der ist gigantisch. Also den würde ich auch mindestens ums 0,5 bis einmal so groß wie den von der Königin einschätzen. Die Dame hat sich natürlich jetzt auch ein bisschen verkrochen. Ich sage, bitte nicht immer so viel stören, wenn es geht. Ich hätte gerne ein bisschen Ruhe. Natürlich werde ich dir diese Ruhe auch gewähren. Es ist interessant, wie schnell die den Falter ins Nest gezogen haben. Der war immerhin wesentlich größer als wie die Ameisen selber. Die haben den Eingang zum Nest, der war verschlossen, haben sie mit Steinen
die haben sie wieder rausgezogen, haben sie verteilt, haben den Falter eingezogen und jetzt wird langsam, wenn ich nicht immer stören würde, wird jetzt langsam der Eingang wieder zugebaut. Also es ist einfach nur genial, was hier für eine Aktivität herrscht, nur wenn man einmal ein bisschen Proteine füttert. Und ich muss jetzt wirklich dann an dieser Stelle mal anfügen, es sind verdammt dankbare Ameisen. Also wenn alles so läuft, wie es laufen soll, wenn man da das einhält, was man zumindest meistens gesagt bekommt, dann verdanken sie einem wirklich mit schönen Ameisen, schöner Aktivität, tollen Arbeiten, die man ihnen beobachten kann. Und ich bin jetzt einfach verdammt froh, wenn ich so viel Larven sehe. Zeigt mir irgendwas, macht mal richtig. Da sieht man sogar, glaube ich, wieder neue Eier. Einfach nur herrlich, wenn man sieht, dass es funktioniert. Okay, also jetzt gehen wir wieder raus, jetzt geben wir wieder ein bisschen Ruhe. Wir wollen sie nicht völlig entnerven, die Kleinen. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir einen Daumen hoch. Die Ameisen danken es euch und wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke fürs Reinschauen, wünsche einen schönen Tag und tschüss!